Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich begrüße ich Sie hier zur Messe Bau, diesmal nicht aus München, sondern aus Deutschland bei den Fischerwerken Tumlingen im schönen, heute völlig verschneiten Schwarzwald grüßen wir Sie ganz herzlich. Mein Name ist Wolfgang Schulz, ich bin technischer Trainer in der Fischerakademie, werde Sie heute durch das Seminar leiten. Vielleicht war der eine oder andere von Ihnen heute Morgen schon dabei bei den Neuheiten aus den Praxisräumen. Jetzt wollen wir wirklich in die Theorie, ins Digitale rein, nämlich Building Information Modeling. Sie haben die Möglichkeit, über eine Chatfunktion Fragen zu stellen, die wir gerne soweit möglich während der Live-Präsentation beantworten werden. Wo das nicht möglich ist, aus Zeitgründen oder weil es zu viele werden, bitte ich Sie nicht zu vergessen, den Namen reinzuschreiben. Dann können wir auch im Nachhinein auf Sie zukommen. Building Information Modeling im Befestigungsbereich. Wo sind da die Anwendungen? Wo macht es Sinn? Wo gibt es interessante Punkte? Was sind die Herausforderungen? Und vor allem, wo liegt der Nutzen für Sie persönlich? All das wollen wir uns mal anschauen. Als Referent grüße ich jemanden, der seit über 20 Jahren im Befestigungsbereich tätig ist, dort auch promoviert hat, seit über 10 Jahren sich intensiv mit dem Thema Building Information Modeling beschäftigt, auch Mitglied der Geschäftsführung ist, Herr Dr. Oliver Geiwig. Herzlich willkommen. Ja, Wolfgang, ganz herzlichen Dank für die Einleitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Leider ist die Bau nicht live, das wäre mir deutlich lieber. Jetzt ist sie digital, aber an dieser Stelle mal den Veranstaltern ganz herzlichen Dank, dass sie das so auf die Beine gestellt haben. Ja. Ich hoffe, einer von den Veranstaltern hört uns dann auch. Ja, aber lassen Sie uns positiv denken, lassen Sie uns die Daumen drücken, dass das bald wieder zu einer gewissen Normalität zurückgeht, dass wir uns wieder persönlich sehen können. Ja. In diesem Sinne schlage ich vor, vielleicht noch eines ganz kurz. Wir haben noch Anfang des Jahres, es ist noch nicht der 15., der magische 15. Mitte des Monats, also von meiner Seite ein erfolgreiches Jahr, von unserer Seite ein erfolgreiches Jahr 2021 und vor allem ein gesundes Jahr. Ja, genau. Auch von meiner Seite bleiben Sie gesund und viel Spaß jetzt bei Building Information Modeling. Oliver, danke. Gerne. Gut, dann steigen wir ein. Bevor wir in das Thema BIM einsteigen, ganz kurz noch ein paar Worte zu dem Unternehmen, dass Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Die Unternehmensgruppe Fischer, ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Hier sehen Sie unseren Eigentümer, Herrn Professor Klaus Fischer, der ein sehr starkes Statement abgegeben hat. Eines seiner Statements ist, das größte Kapital und der wichtigste Erfolgsfaktor in unserem Unternehmen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht die Anlagen und Gebäude. Das ist ein Statement, was ich mehrfach unterschreiben kann. Wir begegnen uns hier mit Respekt, wir behandeln uns mit Respekt und Wertschätzung. Und das ist sicher wichtig, gerade auch in solchen Zeiten wie der Pandemie. Ein weiterer Vorteil eines Familienunternehmens ist, auch das kann ich nur begrüßen und fühle mich hier auch sehr wohl, und zwar die direkten und schnellen Entscheidungswege ohne große und langwierige Abstimmungsszenarien. Jetzt haben Sie gesehen, wer wir sind. Jetzt ist die Frage natürlich, wo sind wir? Von unserem Vertrieb her sind wir in insgesamt 50 Landesgesellschaften mittlerweile unterwegs in 38 Ländern. Vertrieb haben wir insgesamt in 150 Ländern dann durch unsere Exportabteilung und entsprechende Händler vor Ort. Schauen wir uns an, wo produzieren wir im Bereich Befestigungssysteme? Wir sind in Deutschland am Hauptstandort in Tumlingen, aber auch in Denzlingen und in Freiburg. Wir sind darüber hinaus in Tschechien, in Italien, in Vietnam, China, in Brasilien und in Argentinien. Wie groß ist das Unternehmen? Wir sind bei knapp 900 Millionen Euro. Das sind die Zahlen von 2019. 2020 ist noch nicht vollständig konsolidiert. Und von der Mitarbeiterzahl sind wir bei weltweit 5.200 Mitarbeiter. Wir teilen uns auf in unterschiedliche Unternehmensbereiche. Der größte Bereich ist sicher sind sicher die Fischer Befestigungssysteme, auch hier der Bereich, wo ich Mitglied der Geschäftsführung bin. Wir haben dann die Fischer Automotive,
wo wir Lösungen für den Innenraum anbieten, sei es Lüftungsschlitze, aber auch Cupholder und weiteres. Wir haben die Fischer Technik, um unsere Jungen, unsere Kleinsten schon an die Technik ranzuführen. Anspruchsvolles Spielzeug, auch immer mehr mit Digitalisierung in Kontakt. Wir haben das eine, wir haben ein Beratungsunternehmen, auch die Fischer Consulting, die uns intern, aber auch externe Kunden berät. Und wir haben die Fischer L&T Automation, die Multi-Touch und Touch-Panels und Lösungen anbietet. Kommen wir aus dem Bereich Befestigungssysteme, sind mit Dübeln groß geworden, legendär sicher der S-Dübel, der graue S-Dübel mit den zwei Fähnchen, die meisten Ihnen haben den sicher schon gesehen. Dazu haben wir das Patent 1958 bekommen und damit sind wir groß geworden mit Kunststoffdübeln, mit dann Metalldübeln und auch chemischen Dübeln. Das ist heutzutage nicht mehr ausreichend, nur den reinen Dübel zu betrachten, sondern wir haben schon in den letzten Jahren damit begonnen, den Systemgedanken zu spielen, Systemlösungen anzubieten. Und dazu gibt es die Fischer System Tech, die sogenannte Systemwelt und auch hier zwei, drei Beispiele nur. Wir haben einmal die Fischer Fassadensysteme, da geht es um ein Komplettsystem für unsichtbare Befestigung von Vorgängen in den Lüften, Fassadenpanelen, beispielsweise aus Naturstein, Keramik oder Glas. Sie sehen gleich noch ein Beispiel dazu. Wir haben Fischer Installationssysteme, auch hier ein Komplettsystem von den leichten, mittleren bis hin zu schweren Schienensystemen für jegliche Anwendungen in der technischen Gebäudeausrüstung, Sanitärheizung, Klima, Lüftung, Elektro und auch artverwandte Anwendungen. Wir haben dann Fischer Brandschutzsysteme, ein Komplettsystem für den passiven Brandschutz, geprüft und zugelassen nach internationalen Standards. Und last not least hier zu erwähnen, die BWM, die wir vor circa 3 Jahren in Fischer integriert haben, für die Unterkonstruktion von vorgehängten, hinterlüften Fassadensystemen. Bevor wir nun in das Thema BIM tiefer einsteigen, ganz kurz noch zwei Projektreferenzen. Das ist sicher immer ganz wichtig. Wir sehen einmal den Alhambra Tower in Kuwait Stadt. Das ist der rechte Tower, der große, leicht gekrümmte oder leicht gedrehte Tower. Den hellen Bereich, den Sie da sehen können, das ist eine Natursteinfassade. Und da kam unser Hinterschnittdübel, der FZP, zum Einsatz zur Befestigung dieser Fassade an der Unterkonstruktion. Insgesamt 100.000 verbaute Fischer-Produkte. Eine zweite Referenz und am liebsten würde ich Ihnen ganz viele tolle Projekte zeigen, aber zwei Stück habe ich mal rausgesucht. Der Louvre Abu Dhabi in den Emiraten. Hier haben wir 83.000 verbaute Fischer-Produkte. Da ist zum einen der FAZ2 als Bolzenanker sehr stark zum Einsatz gekommen, aber auch ein untergeordnete Befestigung wie ein FHY für Hohlkammerdecken und auch ein Innengewindeanker für Befestigung von Rohrleitung und Elektromontage. Kommen wir nun zu dem Thema BIM, Building Information Modeling, ein Megatrend. Oder lassen Sie mich eine Stufe höher gehen, die digitale Transformation der Bauindustrie und sicher auch in vielen anderen Bereichen, aber wir befassen uns nun mal hier mit der Bauindustrie. Hier möchte ich gerne ein Zitat erwähnen von Roland Berger, das ist schon etwa 5 Jahre alt ist, knapp 5 Jahre, aber immer noch seine Gültigkeit hat. Es gibt keine Alternative zur Digitalisierung, auch nicht auf dem Bau. Die Branche muss aufholen. Ich kann Ihnen sagen, das, was wir sehen, die Branche holt auf, aber wir haben sicher noch einen nicht unerheblichen Weg zu gehen. Wenn man in Deutschland beispielsweise sich den Stufenplan anschaut, dann ist es ja so, dass seit letztem Jahr, seit 2020, alle neuen Infrastrukturprojekte in BIM geplant werden müssen. Das heißt, es tut sich einiges.
Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde jetzt nicht anfangen und werde Ihnen versuchen zu erläutern, was ist denn BIM und irgendwelche Definitionen. Das haben Sie bestimmt alle schon zur Genüge gehört. Ich möchte mich gern kurz auf zwei Aspekte konzentrieren, die Auswirkungen, die Auswirkung auf uns als Lieferant. Eine Auswirkung ist sicher, und das ist gegeben, dass Entscheidungen in früheren Phasen von Projekten getroffen werden. Ich sage ja ganz klar, aus dem Stufenplan oder damals noch aus der Initiative Großprojekte, erst planen, dann bauen, und zwar erst vollständig planen, dann bauen. Das heißt, dieses baubegleitende Planen und dieses, ich treffe dann mal eine Entscheidung im Laufe der Projektphase, das soll ja mehr und mehr entfallen. Das heißt, man trifft die Entscheidung deutlich früher. Das hat die Auswirkung für uns als Hersteller, dass wir andere Ansprechpartner, andere Stakeholder in dem ganzen Bauprozessen haben. Während wir uns noch in der Vergangenheit um Fachhändler, um DIY, also Baumärkte gekümmert haben, was wir natürlich auch weiterhin tun, müssen wir uns viel stärker fokussieren auf frühere Phasen. Da haben wir andere Ansprechpartner. Wir haben begonnen, Bauherren zu beraten. Wir haben auch gestartet, zu Architekten zu gehen. Wir intensivieren unsere bereits guten Kontakte zu Fachplanern, zu Tragwerksplanern, zu Generalplanern, mit dem Ziel, auch in frühen Phasen schon die optimale Lösung für die Befestigungssysteme anzubieten. Und Sie können sich vorstellen, je früher man sich in ein Projekt einbezogen wird als Fachhändler oder als Lieferant, umso bessere Lösungen, umso wirtschaftlichere Lösungen können wir natürlich auch bieten. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Wenn eine Planung in der Haustechnik schon so weit fortgeschritten ist, dass die einzelnen Trassen schon definiert sind und auch die Strömungsmechanik hier schon ausgelegt ist, dann ist es natürlich umso schwieriger zu sagen, man fasst mehrere Gewerke auf einen Befestigungsebene oder auf Multilayer-Ebenen zusammen, als wenn man schon in der frühen Phase beraten kann. Daran arbeiten wir und ich glaube, wenn wir Fachplaner, wenn wir Ingenieure hier in der Session haben, gerne kommen wir auch im Vorfeld von Projekten dazu. Auch hier wird sich ein Umdenken bei den Tragwerksplanern und Fachplanern erfolgen können, wenn man die Vorteile sieht, die wir auch beratend schon in frühen Phasen einspielen können. Ein zweiter Megatrend, Smart Cities, Smart Homes. Projekte werden komplexer, alles soll vernetzt sein, alles soll über eine App, ein Tablet steuerbar sein. Das heißt, auch hier nicht nur die Planung, die komplexer wird, das hatten wir gerade schon, sondern auch die Produkte. Der Dübel, und davon bin ich überzeugt, wird mehr und mehr in seiner Bedeutung verlieren, der Bedeutung ausschließlich Lasten in den Untergrund zu übertragen. Das wird der Dübel natürlich auch weiterhin noch machen können und sollen. Aber man kann sich viel mehr vorstellen, eine gewisse Intelligenz, eine gewisse smarte Befestigung, vernetzte Befestigung, was beispielsweise anzeigen kann, ist der Dübel noch ausreichend vorgespannt, trägt er noch. Eine gewisse Sensorik einzubauen, hier haben wir bereits erste Produkte, die in Pilotprojekten laufen, sodass wir auch ein Monitoring anbieten können, um dann auch den Betreibern von Gebäuden und Anlagen die Möglichkeit zu geben, einfach und kontaktlos beispielsweise zu wissen, sind denn alle Dübel noch richtig vorgespannt. Auch das ist eine Auswirkung, die wir für uns als Hersteller ableiten aus den Veränderungen von Building Information Modeling. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier mal gesamthaft dargestellt
Im unteren Bereich haben wir die digitale Produktion und die digitalen Prozesse. Das ist praktisch Industrie 4.0. Das heißt, wir arbeiten seit Jahren schon dran, wie können wir unsere internen Prozesse optimieren, Thema Lean Production und so weiter. Und wie können wir auch unsere Produktion digitalisieren und optimieren. Wie kommt das Ganze zu unseren Kunden? Über digitales Marketing, über digitale Logistik, aber auch unterstützt durch digitale Services. Ich habe gesagt, der Dübel wird an Bedeutung verlieren für die ausschließliche Lastabtragung. Das heißt, auch hier wird es Services geben, die wir bereits anbieten, die immer wichtiger werden rund um den Dübel, auch das Thema Software. Der digitale Vertrieb wird an Bedeutung gewinnen, die Verfügbarkeit und sicher auch digitale Produkte, auch die habe ich schon angesprochen. Was für uns auch aus dem Ganzen sich rauskristallisieren wird, ganz neue digitale Geschäftsmodelle. Auch hier weg von der reinen Hardware, die wir produzieren, die wir entwickeln, produzieren und verkaufen, sondern auch andere Geschäftsmodelle, die wir heute auch schon auf dem Markt haben. Wichtig, also der digitale Vertrieb. Hier waren wir gut beraten, gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten uns intensiv mit E-Commerce-Partnern zusammenzuschließen. Es ist sicher kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir beispielsweise mit Amazon uns zusammengeschlossen haben. Und wir sehen natürlich gerade in solchen Zeiten wie jetzt, dass das einen massiven Zuwachs erfährt. 7/24 verfügbar und auch zu jeder Zeit bestellbar. Ich hatte erwähnt, Fischer bietet Services für alle seine Partner entlang der Prozesse in der Bau- und Betriebsphase. Hier einfach nochmal erwähnt, die Bauherren, die Architekten, die Tragwerksplaner, Generalplaner, Fachplaner, Generalunternehmer, Nachunternehmer, Verarbeiter, Facility Management und es werden sicher einige mehr, die wir hier aufführen können. Was uns wichtig ist, was wir mehr und mehr machen, wir gehen zu diesen Ansprechpartnern raus, wir verstehen deren Herausforderungen, wir verstehen deren Bedürfnisse, deren Kümmernisse und arbeiten an Lösungen, wie wir deren Kümmernisse lösen können. Jetzt könnte man die Zielgruppen für uns in zwei Kategorien einteilen. Die eine Kategorie ist eher die, die sagen, wir brauchen eure Produkte, wir brauchen eure Services in digitaler Form, in den entsprechenden Formaten. Liefert uns das bitte, die Planung, die Modellierung, die Ausführung machen wir für uns alleine. Diese Zielgruppe gibt es auch weiterhin und die wird es auch auf absehbare Zeit geben. Dafür haben wir mehrere Lösungen geschaffen. Um hier nur die eine oder andere zu erwähnen, wir haben einen digitalen Planerordner, in dem wir alle Unterlagen, die ein Planer benötigt, außer der Software, also sei es Zulassung, sei es Prüfzeugnisse im Bereich Dübel, im Bereich Ankerschienen, im Bereich nachträgliche Bewährungsanschlüsse, Holzschrauben und so weiter und so fort, Installationssysteme zur Verfügung stellen. Und zwar immer die neuesten Zulassungen, die Sie benötigen. Darüber hinaus haben wir auf unserer Homepage natürlich über Selektoren, über Filter die Möglichkeit, dass Sie das passende Produkt dort auswählen können, um dann zu wissen, welches Produkt wollen Sie denn tatsächlich bestellen. Auch das bieten wir auf unserer Homepage diese Kategorie, die ich beschrieben habe, an. Dann sind wir vertreten auf BIM Object. Für mich die Plattform schlechthin, weil einfach die größte internationale Marktreichweite und auch hier können Sie ja kostenlos unsere Produkte runterladen, unsere Produkte auch zum Teil, wie Sie im unteren Bereich sehen, unsere Systeme, parametrisierten Systeme, mit denen Sie dann selbst arbeiten können. Wir haben dann eine CAD, eine BIM-Bibliothek, wo Sie all unsere Produkte runterladen können. Sie können den Detaillierungsgrad auswählen. Sie können auch das Format auswählen, mit dem Sie arbeiten wollen.
und können das dann runterladen, auch das auf unserer Homepage zu finden. Wir haben dann die Software, die Bemessungssoftware, jetzt auch in einer Online-Version seit letztem Jahr. Und zwar finden Sie das unter MyFischer. MyFischer, unsere Plattform, wo ein Kunde sich einmal einloggt, ein Planer, und dann alles findet, was er braucht. Anmeldungen zu Online-Seminaren, dann hoffentlich auch irgendwann wieder Präsenzseminaren. Die Trainer warten schon sehnsüchtig darauf, wieder rauszugehen ins Feld und Sie als Planer und Kunden hier bei uns zu empfangen. Sie finden dann dort auch diese Software und all die Dinge, die Sie benötigen. Also die Software auch online, in der Online-Version verfügbar, und last not least unsere Gesamtbibliothek, also unsere Fixperience-Suite von dem Install-Fix, Rail-Fix für Handläufe, Geländerbefestigung, nachträgliche Bewährungsanschlüsse und so weiter und so fort. Darüber hinaus gibt es einiges anderes. Es gibt auch beispielsweise eine Professional-App, mit der Sie sehr schnell zur exakt der richtigen Lösung kommen können. Wenn Sie das weiter interessieren und Sie gerne mehr über Apps und Softwarelösungen empfangen wollen, kann ich Ihnen heute Nachmittag um 15 Uhr einen Vortrag anbieten, wo es genau um dieses Thema geht. Ich würde aber hier im Rahmen meiner Präsentation nicht tiefer einsteigen wollen. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, das war die eine Gruppe, die eher sagt, gebt mir eure Produkte, eure Lösungen, wir machen aber alles selbst. Und dann gibt es die Gruppe, die sagt, ihr seid doch die Spezialisten in dem Bereich der Befestigung. Ihr wisst doch am besten, welche Lösungen hier optimal sind. Ihr habt doch auch schon sehr vieles gesehen. Ihr habt auch schon Speziallösungen gesehen. Macht doch ihr bitte diese Services. Auch das bieten wir mehr und mehr an, und wir orientieren uns in unserem Angebot, was wir in der Übersicht auf der nächsten Folie nochmal sehen, sehr stark an den Anforderungen, an den Bedürfnissen unserer Kunden und Planern. Das alles entlang der Wertschöpfungskette, der Leistungsphase, der ROI bzw. der britischen Royal Institute of British Architects. An den Bildern sehen wir hier zum einen, wir haben einmal eine Beratung, ein Consulting, bevor das Projekt startet, um einfach mal über die Randbedingungen, über den Rahmen zu sprechen. Wir haben dann ein Detailed Engineering. Hier sieht man im Hintergrund unser schlagkräftiges Backoffice, was dann auch Bemessungen machen kann. Wir sehen hier auch eine Aufnahme eines Tunnels im sogenannten Field to BIM, also mit einem Laser-Scanning und der Aufnahme der Punktwolke und der Umwandlung in ein BIM-Modell. Auch das ist ein Service, den wir jetzt schon an dem einen oder anderen Projekt eingesetzt haben. Wir haben dann den Support on-site, das heißt, wir fahren raus zu Ihnen, wir zeigen Ihnen, wie die Produkte eingebaut werden. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie, wir können auch Tests durchführen, um zu wissen, hält der Dübel oder auch bei unbekannten Untergründen unterstützen. Sie sehen dann das sogenannte, wenn wir weitergehen hier rechts, Sie sehen dann das sogenannte BIM to Field, wie kommt das Modell dann wieder auf die Baustelle? Hier sehen Sie eine Totalstation und Sie sehen angedeutet ein Tablet, wo man dann gezielt Punkte ansteuern kann. Wir sehen dann eine Gesamtlösung, auch das modellieren wir für unsere Kunden oder auch die einzelnen Produkte, die dann der Kunde sich runterladen kann. Und wir spielen das Ganze nicht schwarz-weiß, also der Kunde kann entscheiden. Der eine Kunde sagt, ich mache alles allein, der andere sagt, baut mir bitte ein BIM-Modell auf. Also machen wir das, scannen wir und kreieren ein BIM-Modell aus der Punktwolke. Ein Nächster will nur den Service on-site. Und insofern sind wir da flexibel und unterstützen Sie bestmöglich. Dann hier mal ein Überblick von Services, auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben sicher einige weitere Ideen, an denen wir schon gerade arbeiten. Der Vorteil ist, wir haben
einmal die Fischer Befestigungssysteme, wir haben die Fischer Consulting, wir haben auch die Fischer System Tech mit den Systemen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und somit können wir ein großes Portfolio an Services anbieten, von der Ingenieurberatung im Vorfeld von einem Projekt. Wir können BIM Engineering anbieten, das heißt die Bemessung von unseren Produkten, auch die Modellierung, natürlich auch weiterhin daraus ableiten, CAD-Zeichnungen, das steht beispielsweise nicht drauf, digitales OEM, auch das sind Optionen, mit denen wir gerade arbeiten, Field to BIM, BIM to Field, dann 3D-Laserscanning und der Einsatz von Robotik Totalstationen, Lean Construction, Lean Design, das ist ganz spannend, das macht unsere Fischer Consulting Beratung auch von größeren Ingenieurbüros, wo die Fischer Consulting hingeht und Anschubhilfe gibt, wie können auch die Prozesse in einem Ingenieurbüro optimiert werden, auch das Thema Datenmanagement bis hin zum Monitoring können wir anbieten. Von dem Produkt- und Lösungsseite, von den Standardprodukten, von denen wir herkommen, über smarte Produkte und Systemlösungen, das gesamthaft entlang der Wertschöpfungskette. Hierzu auch das eine oder andere Beispiel. Wir hatten schon dieses Bild hier unten gesehen. Es ging hier um das Medical Center in Abu Dhabi. Das ist jetzt hier recht klein. Ich zoome aber kurz rein. Dann sehen wir das besser. Hier sieht man mal die unterschiedlichsten Gewerke, sei es hier Lüftungen, sei es Rohrleitungen, sei es Sprinkler und unterschiedliche Gewerke. Je nachdem, ob es möglich ist, kann man die auf gemeinsamen Befestigungen platzieren. Hier unten sehen wir dann, und dieses Bild haben Sie gerade schon mal gesehen vor zwei Folien, wie das dann im Modell aussehen kann in der Lösung. Wenn man auf der rechten Seite, da wollen wir nicht tiefer reinscannen, da steht dann die ganze Stückliste und weitergehende Informationen, die Sie benötigen, die man natürlich leicht aus dem Modell ableiten kann. Dann haben wir ein weiteres Projekt, das war ein Projekt in Ommen in den Niederlanden. Hier hatte der Neubau einer Fabrikhalle, hier hatte sich der Unternehmer entschieden, beziehungsweise in Abstimmung mit einem Architekten eine tragende Konstruktion aus Holz und Stahl zu fertigen, mit einer Spannweite von 50 Meter und da sehr viele wiederkehrende Konstruktionselemente gab, konnte man natürlich hier durch den Einsatz von BIM-Methoden deutlich an Schnelligkeit und Effizienz gewinnen. Und dann weiteres Beispiel, eine Anwendung, ein ehemaliger Bergbau aus dem Erzberg in Österreich. Das war das erste Projekt, wo wir wirklich die Themen BIM to Field und Field to BIM in Österreich in einem Projekt platziert haben. Es ging dann um die Installation einer Löschanlage. Was haben wir gemacht? Wir haben zunächst, hier haben wir einmal den Blick für die reale Situation. Hier sieht man dann, dass wir mit einem Laserscanner praktisch eine Punktwolke aufgenommen haben, weil es keine verlässlichen Daten gab für den Tunnel. Wir haben dann die Punktwolke entsprechend bereinigt und ein BIM-Modell erzeugt und dann in diesem BIM-Modell die Löschanlage bemessen und auch in das Modell integriert. Das sehen wir ganz gut auf der nächsten Seite. Ausführung war hier 2019, 2020. Hier sehen wir noch ein paar Impressionen. Hier einmal die Aufnahme mit dem Laserscanner und dann hier oben die Modellierung der Löschanlage. Ich sehe gerade, es kam wohl die eine oder andere Frage rein, deswegen unterbrechen wir kurz hier und versuchen die Fragen zu beantworten.
Ja, Oliver, vielen Dank für deinen Vortrag bislang. Sehr interessant zu sehen, vor allem diese zwei Richtungen. Der eine, der einfach nur ein paar Informationen haben will. Der andere, der dann wirklich das ganze Portfolio von A bis Z haben will. Die Frage ist jetzt, wie sieht denn gerade die Unterstützung durch Fischer beim Planer aus? Du hast sehr schön gesagt, dass wir selbstverständlich natürlich unseren Service anbieten, dass wir auch vor Ort kommen, auch natürlich so viel wie gewünscht, sage ich mal, aufnehmen können. Wie aufwendig ist das denn? Wenn jetzt ein Planer ein BIM-Modell hat, das zu Hause alles in seinem Plan drin hat, wie aufwendig ist der Zusatz noch, die Befestigungsmittel aufzunehmen? Wenn wir eine Rohrleitung haben, einzelne Punkte, könntest du da bitte was dazu sagen? Ja, das ist eine spannende Frage. Zunächst mal ist natürlich wichtig, wenn wir über BIM-Methoden sprechen, dass wir über integrale Planung reden, dass nicht der Tragwerksplaner nur seinen Bereich macht und die Fachplaner ihre eigenen Bereiche, sondern es muss natürlich erstmal gewährleistet sein, dass alle in einem Modell arbeiten. Nur dann können wir optimale Lösungen bieten und können auch gewerkeübergreifende Befestigungen dort platzieren. Es ist fast, die Frage ist fast eine Überleitung schon zu dem, was ich dann noch zeigen werde. Wir haben uns da schon mal Gedanken gemacht, wie wir das Ganze noch effizienter gestalten können. Würde ich fast noch mal vertrösten auf die nächsten Beispiele, die ich jetzt bringen werde. Okay, super. Ja. Dann noch eine zweite Frage. Ja. Und zwar, wir reden hier von der Firma Fischer Dübel, als Dübel bekannt. Es geht doch aber bei BIM jetzt nicht nur um die einzelnen Dübel. Also es geht ja nicht nur darum, das selber schon betont, es geht nicht nur darum, Lasten jetzt einfach nur zu haben, sondern smartere Modelle. Was für Möglichkeiten gibt es da? Was bedeutet das wirklich BIM von der Firma Fischer? Was für Möglichkeiten haben wir da? Genau. Der reine Dübel, wenn wir den, wenn wir Planer unterstützen, nur reine Dübel in das Modell reinzubringen, da sind wir noch weit entfernt. Also da hatten wir auch nicht die Effizienz. Aber die Fischer System Tech, also die Systemlösung, die wir anbieten, nämlich die Unterkonstruktion. Wenn man sich nur vorstellt, Unterkonstruktion von der Fassade, wenn man das quasi auf Knopfdruck, die Unterkonstruktion generieren kann oder auch Abhängungen oder auch mehrere Medien in einen Bereich zu überführen, dann ist das sicher eine spannende Sache. In der Schweiz gibt es einen interessanten Ansatz von der SIA, die mal das Gewerk Befestigung als eigenes Gewerk definiert haben. Und dann sieht es natürlich anders aus, dann ist einer nur damit beschäftigt, die unterschiedlichsten Gewerke zusammenzubringen und möglichst wirtschaftlich die Befestigungslösung anzubieten. Ähnlich sieht man im Brandschutz, wo auch in der Regel, zumindest in Deutschland, der Brandschutz noch in den Gewerken ausgeschrieben wird und jedes Gewerk macht seinen eigenen Brandschutz. Ja, und der eine hat vielleicht den Brandschutz noch nicht installiert, da kommt ein anderes Gewerk, oh, da ist ja noch eine Lücke, da schiebe ich nochmal ein Kabel durch und schon hat man mit der Rohrleitung und dem Kabel dann plötzlich ein Kombi-Shot und damit nicht mehr die Möglichkeit, das ursprünglich ausgeschriebene Produkt einzusetzen und all diese Themen. Also je besser man, je früher man in die Planung einbezogen wird, umso zielgerichteter und auch ganz klar, umso wirtschaftlicher können wir unsere Kunden beraten. Und wir haben nichts davon zu sagen, ja, wir wollen ganz viele Produkte verkaufen. Wenn wir dem Kunden einen Vorteil bieten können, dass er schneller auf der Baustelle ist, dass er noch sicherer ist, weniger Material benötigt, dann haben wir beide was davon. Mhm. Ja? Okay, ja, vielen Dank, glaube ich, sehr gut erklärt. Und eine dritte Frage noch. Wir haben jetzt gesagt, gut, es geht nicht nur um die Befestigung, sondern, was du erwähnt, Fassadensysteme, ganze Systeme. Was ist denn, wenn man nun doch Einzelbefestigungen hat, sagen wir mal wie ein Kran oder sowas, 5, 6, 7 oder auch 10 Dübel, die kann man ins BIM reinnehmen, dann haben wir sie drin, aber das ist ja dann noch nicht alles. Was kann man denn noch damit machen? Da kommen wir schon in langsam Richtung Sensor. Ja, genau. Also ich habe gesagt, der Dübel an sich wird eher an Bedeutung verlieren. Das heißt, es gerade in sensiblen Bereichen, sei es Kernkraftwerke, sei es Maschinenanlagen, sehr sensible Anlagen wie Roboter, Krane, oder in Produktionsstätten, wo unsere Kunden darauf angewiesen sind, zu wissen,
das Produkt funktioniert und ist auch weiter noch, beispielsweise der Dübel ist auch weiterhin noch vorgespannt und es heutzutage oft so läuft, ich fahre die Anlage mal runter, ich ziehe mal alle Dübel nach und schaue, ob alles passt und dann fahre ich die Anlage wieder hoch, wo man auch ein sogenanntes Predictive Maintenance machen könnte. Also man merkt, bei diesen Ankergruppen lässt die Vorspannung nach, dann sollte ich mal gezielt in diesem Bereich nachschauen, muss aber nicht die komplette Anlage runterfahren. Und das sind Themen, die uns sicher hier sehr stark umtreiben und die wir auch in Zukunft mehr und mehr sehen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war auch nochmal eine gute Frage. Erinnert mich so ein bisschen dran, vor 20 Jahren hat man noch in einem Wasserwerk die Pumpen einzeln aufgenommen, um zu gucken, wenn eine kaputt ist, was für eine ist es dann. Das ist genau das, was wir hier haben, was du erzählst jetzt, wenn ein Dübel versagt oder nachlässt von der Last, was dann zukünftig digital ist. Ja. Alles wird digitaler. Wir sind gespannt auf die weiteren Ausführungen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Fragen und jederzeit gerne. Entweder jetzt noch im Rahmen des Vortrags, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, beziehungsweise dann auch gerne jederzeit im Anschluss danach. Jetzt könnten Sie sagen, bei meinen bisherigen Ausführungen, okay, was ist jetzt das Neue von dem, was der Herr Geibig erzählt hat? Wir haben gesehen, digitale Formate, ja, das bieten andere auch. Wir haben gesehen, okay, Laser scannen und Punktwölker erzeugen. Ja, das wird heute auch schon angeboten, vielleicht nicht unbedingt planmäßig von den Herstellern. Aber was ist jetzt das wirklich Neue? Und ich glaube, es wäre falsch, wenn ich sagen würde, das ist es jetzt und darauf ruhen wir uns aus und das machen wir jetzt die nächste Zeit, sondern was uns umtreibt immer wieder, auch in der Forschung und Entwicklung, wie können wir noch besser werden, wie können wir noch stärker Richtung Trends gehen, die gerade entstehen. Und sicher ist ein Thema diese repetitiven Tätigkeiten etwas zu reduzieren und auch effizienter zu werden. Ich gebe Ihnen dazu jetzt mal in den folgenden Folien drei Beispiele, wo wir aus meiner Sicht es ganz gut geschafft haben, deutlich effizienter Aufhängung in der technischen Gebäudeausrüstung zu positionieren. Das erste Beispiel sind mal unterschiedliche Gewerke. Ich lasse es gerade mal laufen. Wir haben hier Lüftungskanäle, unterschiedliche Ausführungen, unterschiedliche Richtung. Wir wählen hier Lüftungskanal aus. Wir klicken den Lüftungskanal an. Wir können noch das ein oder andere Parameter einstellen und in aller kürzester Zeit haben wir alle Hänger in dem passenden Abstand dort. Das Gleiche geht natürlich auch, wenn wir sagen, okay, der ist aber nicht jetzt parallel und exakt senkrecht, lotrecht zur Decke ausgerichtet, dann geht das natürlich auch, also wenn man eine gewisse Steigung drin hat, sodass die Hänge unterschiedliche Höhe haben. Das Gleiche kann man sich auch vorstellen bei Rohrleitungen. Dann wählt man die entsprechenden Maßnahmen ab. Dann kann man auch sagen, ist es jetzt eine Kälteleitung, dann braucht man natürlich Kälteschellen oder ist es eine normale Leitung, je nachdem, welche Medien durchfließen. Auch egal, wie die in einem Raum drin liegen, mit einem Klick hat man dann die richtigen Hänger. Daraus ableiten kann man natürlich dann auch die Stückliste und auch die Bestellung. Alles wird schneller, alles wird auch weniger fehleranfällig, weil praktisch alles auf Knopfdruck erstellt wird. Das Ganze geht auch bei Gruppen von Rohrleitungen. Man wählt die komplette Gruppe an, wählt dann die beiden äußeren Rohre an. Auf Knopfdruck hat man einschließlich der erforderlichen Rohrschellen alles in einer Stückliste enthalten. Hier ein weiteres Beispiel mit einer starken Neigung der Leitung. Damit ist natürlich jeder Hänger ein Unikat. Hier können wir natürlich Ihnen auch das vor zurechtschneiden. Wir können es vorkonfektionieren und auch vormontieren, wenn gewünscht, sodass wir Ihnen die passenden Elemente schon liefern können. Jetzt könnte man sagen, okay, ja, was ist, wenn dann man unterschiedliche Rohrleitungsdurchmesser hat? Auch das kann ja jederzeit ein Thema sein. Auch das ist natürlich möglich, dass die passende Rohrschelle dann für den passenden Durchmesser vom System automatisch zugeordnet wird. Dann natürlich mit
mit der richtigen Artikelnummer. Das Ganze geht natürlich auch, wenn wir die Rohrleitungen in unterschiedlichen Höhen haben. Auch hier gleiches Spiel, Gruppe anwählen, die beiden äußeren Rohrleitungen anklicken und dann wird das Ganze generiert. Wir haben uns hier für ein Layer entschieden. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass man zwei Layer drin hat, dass man ein U-Joch beispielsweise baut. Auch diese Möglichkeit gibt es natürlich. Und dann hier vielleicht die größte Herausforderung. Wir haben unterschiedliche Rohrleitungen, unterschiedliche Durchmesser und auch unterschiedliche Richtungen, in die die Rohrleitungen verlaufen. Und wir sehen auch hier, das ist möglich. Für die Insider, die sich auch mit den Themen beschäftigen, also die auch in Revit arbeiten, sieht man unschwer, dass das mit Dynamo programmiert wurde. Man kann sich natürlich auch viele andere Möglichkeiten vorstellen. Und das ist jetzt nur mal ein Ausschnitt von dem, was wir machen, um für uns intern die Effizienz zu steigern. Das Gute ist, dass man auch, wenn alles generiert ist, an einzelnen Punkten Änderungen vornehmen kann. Man kann auch einzelne Elemente rauslöschen oder verändern. Das ist auch möglich. Und last not least ist das Ganze so mit dem Modell verknüpft, dass wenn ich die Deckenhöhe ändere, zur Anschauung ist die jetzt doch deutlich geändert, nur damit es auch sofort ins Auge sticht. Und man sieht jetzt, selbst wenn die Deckenhöhe variiert und man eine andere Deckenhöhe hat, funktioniert das Ganze noch und alle Artikelnummern, alle Abmessungen werden dann genau auf die neuen Randbedingungen angepasst. Das ist mal ein Beispiel, was wir für Gewerke in der TGA haben. Jetzt haben wir das Thema Sprinkler, was in aller Regel selbst, also eigenständig, unabhängig von den anderen Gewerken befestigt wird. Auch hier kurzes Beispiel. Hier kann man auch genauso die Randbedingungen angeben und man kann dann die Höhenkoden variieren. Jetzt sehen wir die zwei, drei Anpassungen noch. Das Wichtige ist aber, was wir dann gleich im oberen Bild sehen, nämlich wie können wir das möglichst effizient übertragen. Wir gehen dann ins obere Bild und wählen mal einen kompletten Strang, Hauptstrang und Nebenstränge aus. Das kann man sich natürlich auch geschossweise vorstellen, aber zur Anschauung und auch um die Rechenzeit klein zu halten, mal hier in relativ kurzer Zeit die komplette Befestigung. Wir zoomen jetzt hier noch rein. Dann sieht man hier, dass die Hänger einschließlich der Halterungen auch für die unterschiedlichsten Durchmesser generiert werden. Und spätestens hier sehen Sie, dass das natürlich ein Riesenvorteil ist und eine Riesenerleichterung für die Bearbeitung von Projekten. Aktuell nutzen wir diese Elemente, die wir entwickelt haben, für uns selbst, für die Effizienzsteigerung. Aktuell sind diese so für unsere Kunden noch nicht, stehen noch nicht zur Verfügung. Wir können uns aber natürlich vorstellen, im Projekt oder gezielt, dass man da auch projektspezifisch, kundenspezifisch solche Elemente auch rausgibt. Dann noch ein Beispiel, die Effizienz in der Planung von Fensterbefestigungen. Hier einfach nochmal kurz gezeigt. Man sucht sich Fenster raus, jetzt beispielsweise hier oben ein Fenster und definiert den Bereich, also definiert die Details anhand von einem Fenster, wie genau die Konstruktion aussehen soll. Während das im Hintergrund läuft, kann ich Ihnen sagen, dass wir auch in anderen Gewerken so etwas schon gemacht haben und weiter daran arbeiten, weil wir glauben, dass wir damit deutlich schneller arbeiten können und deutlich effizienter, weniger fehleranfällig.
und beispielsweise auch in der vorgängigen hinterlüfteten Fassade. Ich hatte es vorhin mal erwähnt, wenn man da quasi auf Knopfdruck die Unterkonstruktion generieren kann und zumindest 80-90% auf Knopfdruck erzeugt und dann vielleicht noch bei dem einen oder anderen Detail etwas nachsteuern muss, dann ist das ein riesen Vorteil und ein riesen Effizienzgewinn im Vergleich zum herkömmlichen Arbeiten. Wir sehen jetzt, dass wir alles definiert haben im oberen und im unteren Bereich, prüfen also nochmal, dass die Geometrie passt und können jetzt wieder in die Gesamtübersicht gehen. Und wählen jetzt alle Fenster aus, auf die wir die Befestigung übertragen wollen, einschließlich der Lösung. Das müssen natürlich nicht nur unsere Lösungen sein, sondern beispielsweise auch Produkte, Abdichtungen, die wir so nicht anbieten, könnte man natürlich damit auch integrieren. Das sehen wir jetzt gleich auf dem nächsten Bild, wenn wir in das Detail nochmal reingehen. Es dauert dann einen kleinen Moment. Sie werden aber gleich die Lösung sehen und wenn wir jetzt reinzoomen, dann sehen wir, dass bei all den Fenstern, die wir ausgewählt haben, schon die Details im Modell integriert sind mit dem riesen Vorteil, dass ich auf Knopfdruck eben die komplette Stückliste bekomme. Und jetzt kann man noch, und damit schließt das diese kurze Sequenz dann, jetzt kann man natürlich noch für jedes Element auch definieren. Was ist es denn, wenn man dann so ein Detail mal rauszieht, um ja das vielleicht noch besser zu verstehen für den Monteur, dann sieht man hier jetzt beispielsweise die unterschiedlichen Elemente. Wir sehen dann unsere Dübel und unsere Powerfast, unsere Holzbauschraube und mit diesem können wir dann die entsprechenden Bestellungen auslösen. Soweit mal im Groben zu den Neuerungen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Input haben, wenn Sie Feedback haben zu dem Vortrag, jederzeit gerne. Sie wissen, wie Sie uns erreichen können. Darüber hinaus sind wir auch auf Social Media Plattformen vertreten. Und ja, damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank für die hohe Beteiligung an dem Vortrag. Und letzter Blick zum Wolfgang. Gab es noch weitere Fragen? Ja, genau. Es kamen keine Fragen mehr. Ich denke auch, dass es sehr verständlich war zum Schluss. Also ich persönlich muss sagen, diese Filmchen, die haben mir wirklich auch geholfen, das Ganze zu verstehen. Ja. Möchte noch mal betonen für Sie auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was betont worden ist, die Unterstützung, die Fischern bietet, nehmen Sie es bitte gerne an. Wir können sie Ihnen nur anbieten. Ich möchte gerne hinweisen auf unsere Hotline. Wir haben eine Hotline, die kostenlos ist und die Sie erreichen können. Die Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse werden im Nachhinein über eine Folie eingeblendet. Auf der Folie wird dann auch ein Link sein, wo Sie sich zum MyFischer-Portal anmelden können. Das Gleiche ist auch möglich über unsere Homepage, über so ein kleines Männchen oben rechts. Wenn Sie sich dort registrieren, haben Sie die Möglichkeit, die auf der Messe gezeigten Live-Präsentationen im Nachhinein nochmal anzuschauen. Und auf dieser MyFischer Homepage ist auch die kostenlose Online-Version von der Bemessungssoftware Fixperience, die Sie dann ja auch auf anderen Geräten auf der Baustelle mitnehmen können. Und ansonsten ja, verweise ich noch auf weitere Präsentationen während der Messebau, wie es Oliver schon gesagt hat, zum Beispiel zur App oder auch dann zu dem Bemessungsprogramm Railfix. Ansonsten danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Ich möchte dir nochmal danken für den sehr interessanten gerne. Und wirklich guten Vortrag. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie bitte gerne auf uns zu. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.